Oh, hey there, was macht ihr denn da unten? Guten Appetit und guten Morgen. Ich liebe diesen Kontrast von diesem random Face, diesen random Haaren und diesen perfekt gemachten Nägeln. Das passt einfach so gar nicht zusammen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin vorhin aufgewacht und habe so eine kleine Identitätskrise gehabt, weil ich mir irgendwie so dachte, ich weiß nicht, ob ich das fühle. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt immer jetzt natürliche Nägel gehabt. Und ja, ich mache mir immer wieder so Gellack und Shellack, aber dann sind sie halt trotzdem so kurze Jungsnägel. Ich lieb's. Ich finde es halt einfach praktisch. Also bisher bin ich noch nicht so ganz warm mit den Dingern. Aber guck, ich habe jetzt schon Banane drunter. Jetzt? Oh mein Gott. Es ist nicht so ganz praktikabel. Kommentiert ihr gerne auch mal unten, wie ihr eure Nägel so tragt. Und ob ihr versteht, was ich meine. Ich muss auch sagen, ich finde es so viel geiler, bei einer Freundin zu wohnen im Ausland. Guckt mal diese Aussicht hier. Als in einem Hotel, weil man irgendwie so das Feeling hat, man kann sich so vorstellen, wie es wäre, wenn man selber hier jetzt so ausgewandert wäre. Und hiermit willkommen zum neuen Vlog. Hallo, wir sind in der Mall. Es ist der einzige Mallbesuch. Letztes Mal haben wir die schon alle abgeklappert. Und dieses Mal hatten wir irgendwie mehr Bock, was vom Land zu sehen und irgendwie Aktivitäten zu machen. Aber einmal muss es schon sein, denn wir wollen zu Stradivarius, das gibt es bei uns nicht. Und zu Bath & Body Works. Und zu Sephora und Tim Hortons. Und Victoria's Secret. Und Victoria's Secret. Guckt mal, hier ist schon Christmas Season. Da ist ein Shop mit lauter Weihnachtssachen einfach nur. Bist du schon in the mood? Oh ja, auf jeden Fall. Zurück zu Hause ist auch das Erste, mich wieder an die kühle Temperatur zu gewöhnen. Und dann direkt den Weihnachtsbaum aufzustellen. Ich freue mich schon so. Wir waren im ersten Shop, Stradivarius. Nicht erfolgreich. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich da reingehe und nicht sofort irgendwie 5 Teile habe. Ich finde da eigentlich immer was. Haben wir uns was gespart? Bin ich jetzt auch nicht mehr. Fun Fact übrigens, weil der Stradivarius in Europa ist ja oft auch viel, viel größer. Und die suchen sich hier mehr die eleganten Sachen raus. Und die sind halt sehr schlicht. Und so die Basics habe ich eigentlich zu Hause halt auch. Hier ist auch schon komplett Weihnachten ausgebrochen. Das riecht so gut. Let's go. Wir suchen jetzt eine Kerze für Ulianas Mama und irgendwie ist sie nicht auffindbar. Dabei ist die Auswahl hier wirklich insane. Dankeschön, Dankeschön. So, wir checken jetzt bei Bath & Body Works die verschiedenen Weihnachtsdüfte aus. Oh mein Gott, das ist gut, das ist so zimtig. Wer auf den Abercrombie und Fitch Duft steht, dem kann ich die Kerze empfehlen. Es ist 1:1 dieser Geruch. Mein erstes Mal bei Tim Hortons. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich hier nehmen soll. Ich finde das hier mit Nutella sehr ansprechend. Aber auch den Apple Crumble. Und das hier. Mit Schokolade kriegt man mich ja immer. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Taste-Test. Ich bin mein schwarzen Zahn. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Absoluter Traum. Richtig, richtig gut. Aber das hier gefällt mir fast noch besser. Das ist dieser Cappuccino Slushy. Wie Starbucks, nur Make It Slushy, würde ich sagen. Wir sind angekommen in der Wüste. Heute Abend ist Verinas Geburtstagsdinner, die Geburtstagswoche quasi. Geht schon die ganze Zeit und da hinter dem Baum zum Abendessen. Die Bäume sind schon richtig schön beleuchtet. Ich dachte am Anfang, die haben irgendwie Blumen drauf oder so. Aber es ist nur die Ästhetik vom Licht. Mein Bauch gluckert schon die ganze Zeit. Weird. Ich weiß nicht, ob es Hunger ist oder die 5 Liter Wasser, die ich getrunken habe, aber ich freue mich schon sehr aufs Essen jetzt. Guckt euch mal Uliana an. Wie geil. Sie versucht gerade auf so einem Sanddünen-Bob da runterzufahren, aber er klebt irgendwie fest. Let's go! Es ist richtig steil. Man sieht das gar nicht in der Kamera, aber es will einfach nicht. Kommen die nächsten Gäste durch die Wüste gefahren? Ich würde sagen, es ist ein Fail. Auf einmal im Stehen so Snowboarding. Biu, das habe ich ja auch schon gemacht in der Abu Dhabi-Wüste. Könnt ihr euch noch dran erinnern? So sollte das eigentlich aussehen. Pray for me. Wir sind jetzt auch schon fast alle hier. Und Verena hat einfach so ein Wüstendingens gebucht. Und hier kann man dann später Movie Night auch machen. Da läuft gerade noch Tom and Jerry. Und es gibt sogar eine Feuerstelle, als wäre es ja nicht warm genug. Aber fürs Feeling ganz geil. Verhungern werden wir auf jeden Fall auch nicht. Sie hat vorhin sogar noch extra gebacken. So eine Art Brownie-Kuchen aus Mandelmehl. Nach unserem Heimrezept. Thank you.
Kim, how is the birthday? Great. You're enjoying? Are you sure about that? Love it. You love it? Yeah. Okay, you're from which country, my dear? Austria. Australia. I wish you one thing to you. Enjoy the night with the Butter Girls. Have it up. Und der ganze Dreck hier. Ja, das ist wie im Hotelzimmer hier. Wir verunstalten voll die Wohnung. Mein Laptop komplett dreckig aus. Das hast du super gekocht, Verena. Spezialität, Linsensuppe, Vertuschsalat. Hier ist die Nachspeise, Schoko-Vanille-Pudding. Und hier hat man ein Reis-Chicken-Gericht mit sehr Joghurt geil. Und Salat. Vielen Dank. Und währenddessen gucken wir jetzt hier den Marilyn Monroe, den neuen. Wir sind sehr gespannt. Mahlzeit. Mahlzeit. Hello, Friends. Heute ist der Tag der Tage. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und nervös, denn für mich geht es heute nach 15 Jahren oder so wieder auf einen Pferderücken. Wir werden reiten gehen, richtig schön ausreiten, nicht nur irgendwie so im Kreis herum, angeblich. Schauen wir dann mal vor Ort. Aber ja, ich muss ehrlich sein, ich habe ziemlich die Hose voll. Ich habe so Respekt vor Pferden, denn das große Problem ist, ich bin damals das letzte Mal, als ich drauf saß, runtergefallen und bin mit meinem Fuß im Steigbügel hängen geblieben und das Pferd hat mich durch den halben Wald gezogen, als es durchgegangen ist. Meine Jacke ist richtig so nach oben gerutscht am Waldboden und mein Rücken war komplett aufgerissen. Ja, und eigentlich sagt man ja, man soll dann sofort wieder aufs Pferd aufsteigen. Ist seit damals nie wieder passiert, weil ich wirklich literally Anxiety habe, wenn ich allein dran denke. Aber heute ist Zeit, nach so vielen Jahren, die zu besiegen. Was meint ihr? Ganz ehrlich, das wird schon gut gehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Und wer weiß, vielleicht mache ich das dann ja wieder öfter, wenn es mich nicht wieder runterhaut. Wir müssen jetzt eh aufbrechen. And here we are. Jetzt geht's gleich weiter, gell, du Hübsches? Are you ready, Verena? Das Weiß ist auch so hübsch. Ein Rilly-Pferdchen. Ich finde es so mega cool. Wir gehen jetzt da wirklich so einen richtigen Ausritt machen. Also wirklich durch die Landschaft. Und ich hoffe, dass wir gut ankommen. Okay, Freunde. Ich glaube, ich muss zurück zu Hause unbedingt einen Reitstall ausfindig machen. Es ist einfach so schön. Ich habe vergessen, wie toll. Wir haben früher immer auf den Hof und die Pferde von Freunden aufgepasst, wenn die auf Urlaub waren. Also wir haben dann einfach so den ganzen Stall geschmissen, weil meine Mama auch sehr, sehr gut mit Pferden kann und ihre ganze Jugend geritten ist. Wenn ihr gute Reitställe kennt, dann kommentiert gerne. Aber in diesem Urlaub ist gefühlt eine Aussicht schöner als die andere. Und ich glaube, die hier ist definitiv unter den Top 3. Wir haben jetzt auch schon Namen gegeben. Verenas Pferd hält bei jedem zweiten Baum und isst. Snacky. Meins ist Rocky. Bei Uliana sind wir noch am Überlegen, notfalls wird's ready. Jetzt geht es zurück in die grüne Oase. Ja, da schaust gleich, gell? Ja, und auch snacken immer zwischendurch bei den Bäumchen. Ja, Jacqueline, lass dir nur Zeit. Nicht so schnell, sonst kotzt du wieder, gell? Na, die anderen haben's eilig. Aber mir nicht, ja. Und noch einen Snack. Oh, lecker Schmecker. Hallo, Tütüt. Wir wollen bitte weitergehen, Snacky. Walkie-Line. Jetzt sind wir gleich zurück. Ich will dich nicht gehen lassen, mein Schatz. Wir sind gerade in einem arabischen Restaurant jetzt und das ist mal die Vorspeise, die teilen wir uns. Und so sieht's hier aus mit der hübschen Uliana. Echt nice. Richtig schön, 1001 Nacht.